Moin Moin und herzlich willkommen weiter zu Hogwarts. Und der Typ, der gerade hinten Grund brennt, keine Ahnung, was das macht, ist auch egal. Genau, wir sind hier, weil ich meine Sachen verkaufen will und danach geht's weiter mit der Hauptquest. Aber ich gucke gerade, was das da hinten denn. Genau, ich habe aber was entdeckt gerade eben, da wollte ich euch nicht vorenthalten. Da schleichen wir uns einfach mal hier an diese Truhe ran. So. Was hat er hier für ein Problem? Beim Reden? Hallo, ist alles in Ordnung? Und ob? Mein liebes Mondkalb Biscuit wurde von Wilderern im Norden entführt. Teuflische Unholde. Ich wollte mich wehren, doch ich hatte keine Chance. Das mit Ihrem Mondkalb tut mir leid, Mister... Ganuff. Bloß Ganuff. Ich bin nur ein einzelner Kobold, nicht mal besonders mutig. Ich habe keine Chance gegen eine Bande elender Wilderer. Oh, meine arme Biscuit. Ich kann nur hoffen, dass ihr die Flucht gelingt. Ich sehe mich nach dem Mondkalb um, Ganuff. Danke. Wären doch nur alle Hexen und Zauberer so nett zu Kobolden. Wenn sie sie sehen und zu mir zurückbringen, belohne ich sie auch für ihre Mühen. Okay. Halten Sie die Augen nach hier offen. Jetzt muss ich aber erstmal einen Laden kurz finden, wo wir kurz ein paar Sachen verkaufen können. Ich sollte versuchen, Ganuffs Mondkalb zu retten. Ich muss offenbar nach Norden, um die Wilderer zu finden. Hallöchen. Wie kann ich heute behilflich sein? Gar nicht. Du sollst mir ein paar Sachen abkaufen. Du Elender. Oh, das ist ganz schön viel. Was gibt ein bisschen Kohle? So. Kaufen will ich nichts von dir. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Gut, nur dein Geld. Bis bald. So. Und jetzt lass uns mal unsere Quest weitermachen. Oder sollen wir doch noch schnell das Mondkalb retten? Nee, machen wir nicht. Also ich wollte eigentlich heute gern mit der Hauptquest weitermachen. Das heißt, wir gehen auf die Aufträge. Und gehen auf Finde den Weg. Das machen wir jetzt auch. Oh, hier können wir auch noch was. Was ist denn da? Ein paar Belohnungen sind immer gut. Perfekt. Mehr ist hier aber nicht. Gut. Doch, da war noch was. Ah, da war noch was. Warte, zurück. Da war noch was. Da. Also, wir lassen uns jetzt nicht mehr ablenken, sondern wollen direkt mit der Hauptquest weitermachen. Und dafür müssen wir auf die Karte gucken, wo wir hin müssen. Hogwarts. Und da müssen wir hin. Wer der dichteste, ne? Bin mal gespannt, was uns da heute erwartet. Kann ja eigentlich nur was Cooles wieder sein. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Und noch ein Tatsächlich ist doch noch ein Stückchen. Nee, ich muss hier rein. Wie auf die Tür gerannt. Durch die Tür gesneakt. So. Da sinkt er wieder. Muss zur Kartenkammer. Das ist ein kleines Stückchen leider. Halt, ist mal unten runter. Das war hier links. Ah. Rebellion. Warte mal kurz. Ich wollte mal gucken, hier irgendwie. Naja. Oh, hier ist ein
Die können wir dir aufmachen? Ja. Lass uns die Tür nochmal öffnen. Lass uns die Tür nochmal aufmachen. Revelio. Ah. Wichtiges Muggel-Artefakt. Was ist das? Ruhe. Okay. Da ist ein Demigeist. Gut, den müssen wir auch haben. Kurz warten, bis Nacht wird. Du gehörst mir, dem Demigeist. So. Auch mitgenommen? Revelio. Wieder raus. So, da war noch eine Tür. Können wir die auch aufmachen? Stufe 2, können wir auch aufmachen. Hallo, Homora. Warum die aber nicht unterschiedlich schwer sind, das verstehe ich nicht. Naja. Revelio. Unterrichtsstunde Alchemie. Nur kein Demigeist mehr, leider. Okay. Aber da sollen wir auch gar nicht hin, wir sollen hier längs. Dann gucken wir mal, was wir noch finden hier. Das Kartenkammer kommen. Hui. Ich wünschte, ich könnte so rollen wie Sackboy. Aber naja. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Definitiv. So, da ist Professor Fick. Sie täten gut daran, diese junge Person nicht zu unterschätzen. Ihre Begabung für Magie übertrifft alles, was ich je gesehen habe, und ich unterrichte schon sehr lange. Wie schön, einen solchen Schüler zu haben. Das kann es sein. Da sind sie ja. Ja. Jetzt können wir reden. Ich habe ihre Eule erhalten. Ich konnte mit Lodgok reden, dem Kobold, den ich erwähnte. Was haben sie erfahren? Er und Ranrock standen sich nahe, aber sie haben sich zerstritten. Glauben Sie, man kann ihm trauen? Ja, er wirkte aufrichtig auf mich. Und Sirona Ryan vertraut ihm. Nun gut. Gesetzt dem Fall, wir trauen ihm. Hilft er uns, Ranrock zu finden? Ich habe einen gestohlenen Helm geborgen, mit dem er Ranrocks Vertrauen zurückerlangen will. Nicht schlecht. Hoffen wir, dass sich Ihre Bemühungen auszahlen und wir etwas über Ranrocks Pläne erfahren. Lodgok hat erwähnt, dass Ranrock etwas sucht. Konnte mir aber nicht sagen, was. Vielleicht birgt der Helm ein paar Antworten. Ranrock sucht irgendetwas? Das hatte ich befürchtet. Bei meinem Besuch meines Porträts in meinem Schloss hörte ich ungewöhnlich viel Betriebsamkeit. Kobold und Zauberer, vermute ich. Schloss Rookwood? In meinem ehemaligen Zuhause, ja. Und in dem Schloss findet ihre nächste Prüfung statt. Was? Leider ist Victor Rookwood ihr Nachkomme. Ein schwarzer Magier. Und im Bunde mit Ranrock. Mein Nachkomme? Ein schwarzer Magier? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Trotz der Hindernisse, die Sie erwarten, müssen Sie sich sofort auf den Weg zu Schloss Rookwood machen. Es ist nicht nur der Schauplatz der nächsten Prüfung, sondern birgt auch eine Energiequelle, die in den falschen Händen verheerend wäre. Okay. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Allerdings zweifle ich nicht an Ihren Fähigkeiten. Finden Sie schnellstmöglich mein Porträt. Gut, Sir. Ich bin schon unterwegs. Viel Erfolg. Okay. Sputen wir uns. Auf jeden Fall. Wir treffen uns in Schloss Rookwood. Gut. Da können wir doch bestimmt hin. Beamen, oder nicht? Die Karte? Okay, weiß ich noch nicht, was es ist. Weil... wahrscheinlich erst der neue Auftrag gerade reinkommen muss. Hui.
kurz die Aufträge an. Oh. Wir müssen Schloss Rookwood erst finden. Ah, das ist nicht das Problem. Sag mal die Karte. Also, vielleicht schon, aber sag mal. So. Vasenmanöver. Alter, ist das groß hier, kurz mal an. Warte mal kurz. Lass uns einmal gucken. Ja. Wie kann der hergehen? Nee. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, sorgen sie dafür, dass die Tiere. Da ist Schloss Rockwood. Und das ist Hogwarts? Genau. Schloss Rockwood liegt sozusagen. Da, warte mal. Ich mach mal die Weltkarte. Da. Okay, da müssen wir hin. Ist auch kein Problem, denn ich bin direkt in der Nähe davon. Da. Ist nicht so weit weg. Haben wir Glück. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Oh, was hat der Verkäufer dort für uns irgendwas? Guck mal. Schön, Sie wiederzusehen. Sie auch. Was kann... Was verkaufen Sie hier? Wonach steht Ihnen denn heute der Sinn? Haben wir alles, du Affe. Schauen Sie doch gern jederzeit wieder vorbei. Das ist das Schloss, oder? Behaupten, aber ich muss mich wahrscheinlich mit ihm da irgendwo anders treffen. Gut, nachts oder tagsüber? Ich glaube, ja. Tagsüber, okay. Was geht hier vor sich? Professor Rookwood hatte recht. Hier wimmelt es von Victor Rookwoods Handlangern und Renrocks Anhängern. Sie machen gemeinsame Sache, aber sie mögen sich eigentlich nicht. Sie werden mir wohl zustimmen, dass wir einen anderen Weg hineinfinden müssen. Gehen wir. Wir können einfach jedes Kind zu Renrock bringen. Irgendwann ist das richtig. Beteiligung Totalus. Da klingt nach viel Arbeit. So, gehen wir schon mal hin. So, betritt Schloss Rockwood. Also wir können da nicht reinkommen, müssen einen anderen Weg finden. Wenn es hier außen rum geht irgendwo. Könnte ja sein. Kein Geld der Welt würde ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. Nichts drin? Da auch nicht, okay. Da ist jemand. Gepult. Ja. Tut mir leid, dass es so schnell gehen musste. Aber du hättest uns sonst verraten. So, das ist ein großes Schloss, wie man sieht. Ja, ich glaube, der Weg hätten wir von der anderen Seite kürzer gewesen. Wir gucken trotzdem mal von hier alles.
wissen ja schon mal, wie groß das alles hier ist. Ist ja auch nicht verkehrt. Gut. Oh. Renrocks Rebellion hält niemand auf. Haben wir es gesehen, oder? Ne? Oh. Kommt auch noch durch die Reife. Okay, so nicht. Warte mal. Müssen wir mal kurz die Zauber wieder hier ein bisschen hinmachen. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Komm ich da nicht hoch? Wir müssen das so machen. Jetzt. Oh, oh. Wenn ich gewusst hätte, dass du das halbe Land umgreifst. Ich müsste nicht rumgraben, wenn du mir endlich das Kind bringen würdest. Wir bräuchten das Kind nicht, wenn du keinen Drachen geschickt hättest, um den Behälter zu holen, für den ich dem Ministerium zahllose Gefallen getan habe. Du hast sie einsteigen lassen. Meine Möglichkeiten waren beschränkt, denn in dieser verdammten Schule wäre er außer meiner Reichweite. Hast du hier nicht genug Einfluss erlangt? Ich habe dich das Haus meiner Familie untertunneln lassen. Mich lassen? Du bist hier, weil du von einem Hüter abstammst und in Zukunft eventuell irgendwann von Wert sein könntest. Wir hatten uns geeinigt. Ich teile die Macht mit dir, die ich gefunden habe, und du findest die noch verborgenen Magievorräte. Also, wenn du keine weitere Demonstration meiner Macht sehen möchtest, einer Macht, die du selbst begehrst, bring mir das Kind. Oh. Er ist auch wie ein Clown aus unserem Hut. Meine ich auch, aber er noch mehr. Wir wussten, dass sie hinter ihnen her sind. Aber jetzt wissen wir, dass sie Speicher der Magie suchen. Und Renrock weiß von den Hütern. Ja, das habe ich auch gehört. Professor Rookwood sagte, dass sie nach der nächsten Prüfung mehr verstehen werden. Dann mal auf in das Schloss. Gut. Kurz gucken. Da geht's. Soll ich deiner Mutter noch was übermitteln? Ja, danke. Kommt hin, nächster Kultur! Gleich hier! Gleich sehen! Ein Lamm auf der Hand! Incendio! Incendio! Komm, Pringo! Ich werde dich, Mann! Komm, Pringo! Jetzt! Lazio! In der Schule zu sein. Oh, Mann!
Oh nein, die Zeit kriegen wir noch. Im Zentrum. Keine Chance. Bitte auf Flucht. Kommt, Pringo. Bleib hier. Wow. Das war ein harter Kampf eigentlich. Guck mal, wir werden was finden hier. Ah, Fangzähne. Wir müssen trotzdem alles durchforsten hier, nicht das irgendwas übersehen. Auch langweilig. Identifizierter Gegenstand ist immer gut. Wenn wir ins Zelt reingehen. Quidditch-Handschuhe, okay. Hey, haben die Quidditch gespielt, die Spinner? Ich glaube nicht, oder? Okay, das kann doch nicht auch mal das Tor für draußen, ne? Gut, dann lass uns mal versuchen reinzukommen. Lumos. Wo genau hin sollen, weiß ich nicht, aber lass uns mal alles jetzt angucken. Guck mal, wir spielen auch ein bisschen Schach zwischendurch, Leute. Immerhin. Warum hier so viele Koffer mehr stehen, ne? Das wundert mich immer. Und Koffern hier. Okay. Er ist schon unten. Das ist wohl der schnelle Weg nach unten. Ja, aber war doch okay. Was ist passiert? Okay, da muss man mehrere Sachen machen. Da ist auch noch einer. Okay, zwei. Ist ja noch irgendwo einer? Rebellion. Eins, zwei, drei. Was hat es mit den Symbolen an den Wänden auf sich? Das hat es. Ich kenne solche Symbole. Ich muss sie alle finden und sie dann schnell hintereinander verzaubern. Haben wir doch gemacht. So. Das war das also. Jetzt gehen wir in den Rockwood-Keller. Das Bild finden. Spuren. Sie sind uns einen Schritt voraus. Folgen wir ihnen. Okay. Ah, geil. Die haben auch schon ganz schön was gegraben hier schon. Gut sieht's hier nicht aus. Was muss es sein? Der Magievorrat und die Quelle von Renrocks Macht. Sieht leer aus. Warum sind sie noch hier, wenn sie alles entnommen haben? Renrock sagte, dass es noch mehr zu finden gibt. Wenn er damit recht hat, liegt es womöglich hier. Wo immer es ist, wir müssen es finden, bevor sie es tun. Wo ist das Porträt? Gehen wir mal hier längs. Revelio. Thank you.
Ich habe etwas gehört. Ich hatte gehofft, dass sie es sind. Da ist er. Professor Rookwood, die Kobolde und die schwarzen Magier im Schloss suchen nach Magievorräten und haben eine Art Behälter aufgebrochen. Nein, es ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Wenn, wie sie es Percival sagten, ein Kobold in seinem Verlies mächtige Magie wirkte, dann haben sie irgendwie gelernt, das kann nicht sein. Und die wissen, dass sie ein Hüter waren. Ranrock nutzte den Begriff. Das ergibt keinen Sinn. Wie hat... Das besprechen wir später. Jetzt müssen sie die nächste Prüfung absolvieren. Sagen Sie mir einfach, wo ich hin muss. Sie müssen diese Macht zuerst vollkommen begreifen. Dafür sorgen diese Prüfungen. Macht ohne Wissen ist enorm gefährlich. In den falschen Händen. Wir müssen Ranrock überlisten. Und meinen unseligen Namensvetter. Gut, Professor. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Ich werde es Ihnen zeigen. Professor Fick muss Sie jetzt verlassen. Oh. Revelio. Nein. Ich würde mich Ihnen an. Musst du gar nicht. Ich muss das alleine machen. Die zweite Prüfung. Okay. Bin ich immer gespannt. Sieht auf jeden Fall ziemlich geil hier drin aus alles. Komm, trink! Okay, ich dachte, ich könnte hier was machen. Kann ich gar nicht. Revelio. Okay. Aha. Da geht's nach oben. Drücken links auf, hier nicht. Achso, aus den kann ich wahrscheinlich rausholen, ne? Accio! Eladium Leviosa! Ah, okay. Halt, nee, warte. Bessere Idee. Leviosa! So vielleicht? Rüberspringen soll oder soll ich ihn da oben raufstellen? Accio, Wingardium Leviosa. Aha. Okay, warte mal. Accio, Wingardium Leviosa. Ich kann nicht schieben? Accio, Defulgium. Aber ich konnte mit denen ich bewegen. Ich muss die Säule verschieben, um da herauszuklettern. Vielleicht ist der Torbogen die Lösung. Wingardium Leviosa. Nein. Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Witzig, dass es hier. Wie so ein Magnet, das irgendwie so verschieben kann. Leviosa.
Wingardium Leviosa. Was bringt das denn jetzt? Ach, um da hochzukommen wahrscheinlich, ne? Ach, jetzt sehe ich das. Okay, ich schiebe ihn hier hin. Und dann nehme ich den. Dann oben drauf. Und wenn ich jetzt hier durchgehe, dann müsste ich von der anderen Seite, müsste der anders aussehen, oder? Habe ich ihn da hingepackt? Okay. Okay. So geht's auch. Ach, die Treppen schon wieder. Warte, gibt's auch noch einen Weg? Hier ist nichts zu sehen, aber wenn man bestimmt da durchgeht, dann sieht man bestimmt was. Alles. Diese Säule versperrt den Weg. Ich muss sie verschieben. Okay, warte mal. Da geht's nicht weiter. Hier kann ich nicht links. Hier auch nicht. Warum kann ich daran drehen? Wingardium. Lässt sich dieser Torbogen irgendwie verschieben? Oh. Jetzt bin ich da reingekommen, oder? Das ist ein Kampf. Das ist der Oberboss? Nee, das ist glaube ich erstmal nur so einer, ne? Oh, da glaub. Ach hier! Detonto! Arresto Moment! Oh, warte! Descendo! Grazio! Oh! Was machst du? Incendio! Oh, da hab ich getroffen. Grazio! Contrinto! Incendio! Contrinto! Incendio! Nicht so ein mega starker Typ, ist auch nicht der richtige Boss. Aber naja. Den mussten wir trotzdem platt machen. Okay. Hm, ja, gut. Okay, das Ding dreht einfach. Ich muss hier nach links gehen. Aber wie? Ja, das weiß ich wie, aber das ist trotzdem was anderes gucken. Revelio.
Jo, vielleicht. Mach schon wieder so ein bekacktes Rätsel. Komm, trink! Ich kann dich sehen, du Affe. Aber kein Vorsprung zum Festhalten. Ins Hemd! Glazio! Ins Hemd! Ins Hemd! Oh! Mist, noch einer. Oh nein! Ins Hemd! Ins Hemd! Contrinto! Glazio! Ins Hemd! Contrinto! Okay, jetzt haben wir alle geholt, ne? Trotzdem nicht ganz hoch, oder? Ja. Niemals. Okay. Aha, ich muss da rauf. Ach hier. Okay. Ich weiß, wo ich hin muss. Regardium Leviosa. Meistens dann, ne? Und dann? So geht's auch. Gut. Hier ist so eine Treppe. Wo ich herkomme? Ja, okay. Hier reingehen. Ah, kleiner Kampf. Was alle? Schaut so aus, ne? Da ist ein Baum. Was ist mit diesem Baum auf sich? Kein Baum, es ist ein... wieder ein Tor. Da können wir noch nicht durch. Da oben ist eine Truhe. Ich kann da nicht durch. Okay. Warum kann ich da nicht durch? Ist die Frage, ne?
tatsächlich nochmal. Mit irgendwas, was mich interessieren könnte. Da. Okay, dann muss man schnell sein, das rausziehen. Machen wir doch mal. Warte mal. Mal runterholen. Das ging einfach. Okay. Jetzt hier jetzt weiter. Komische Räume hier. Mega Power Trank. Okay, haben wir wieder ein paar. Warte, sind noch mehr? Revelio. Die kann man jetzt einsammeln, damit man, glaube ich, gegen den Boss eine Chance hat, wenn der Boss jetzt kommen sollte. Mega Power Trank 5 Stück. Naja, das hat schon was zu bedeuten. Und dann lass mal raufgehen auf die Fläche und gucken, was der nächste Boss so drauf hat. Bin gespannt. Oh, das ist einfach umgekommen, shit. Oh, da kommt schon wieder einer. Der Affe. Das ist schon doof, wenn man den nicht so richtig sehen kann. Move.
das? Oh, verdammt. Oh, ich hab's gewusst. Okay. Nein, ich hab den Zauber gemacht, habe ich nicht gedacht, den Zauber. Das gibt's gar nicht. So. Blödes Viech, ey. Okay. Gut, jetzt ist ab ins Denkarium. Na, endlich. Was? Diese blöden Brücken oder Stufen, was ist denn das, ne? Ich gehe sofort aus der Karte, ich will nur einmal probieren, was ist. Revelio. Da steht so Trücher da hinten. Ja, muss das machen. Gucken wir uns die Erinnerung an, ich bin gespannt. Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Ach, nur stimmt, jetzt ja alle nach Hause eingeladen, ne? Bestimmt irgendwas. Die ist bestimmt. Ja, setzen Sie sich. Dunkle Magie. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater. Das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke. Na gut. So. Da ist noch was drin. Nein, da ist nichts mehr. Okay. Betreten wir die Kartenkammer. Sie sind zurück. Und sogar in einem Stück. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Professor Rookwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt.
Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass ein Schüler die Prüfungen absolvierte. Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass Sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort Ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass, nun ja... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gern, Professor. Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. Oh, es wird Winter. Tja, die Jahreszeiten vergehen, genauso wie im Film immer. Schließlich habt ihr vorher 4 von 14. Scheiße, was war's früh vor? Gut, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.